Einen wesentlichen Unterschied zwischen 9/11 und Covid-19 gibt es natürlich schon. Während jede Kritik an der offiziellen Terrorversion auch 20 Jahre später noch als Verschwörungsmystik und Spinnerei abgetan wird, verschweigen die Lohnschreiber der Mainstream-Medien bei der sogenannten Corona-Pandemie seit Monaten dezent, dass nahezu alle Befürchtungen von Kritikern, die sie als Verschwörungstheorie verhöhnt hatten, mittlerweile wahr geworden sind. Wer etwa vor einem Jahr hinterfragt hat, ob das Coronavirus tatsächlich natürlichen Ursprungs ist, wurde als Verschwörer und völliger Spinner abgetan. Mittlerweile gehen viele Top-Experten und selbst die WHO davon aus, dass das Virus aus dem Labor kommt. Wer vor einem Jahr angemerkt hat, dass Lockdowns nichts bringen, aber enormen Schaden anrichten, wurde vom Mainstream als Schwurbler diffamiert. Mittlerweile bestätigt selbst die WHO, dass Lockdowns nutzlos sind, vom angerichteten Schaden ganz zu schweigen. Befürchtungen über Kollateralschäden der wochenlangen Lockdowns, insbesondere für Kinder und Jugendliche, wurden von Regierung und Medien ein Jahr lang negiert, belächelt und verharmlost. Mittlerweile muss sogar der Staatsfunk einräumen, dass sich die Lockdowns bei Kindern und Jugendlichen extrem negativ ausgewirkt haben. Wer schon 2020 kritisiert hat, dass die Zählung der Corona-Toten getürkt wird und auch die Intensivpatienten falsch gezählt werden, ist als besonders schlimmer Verschwörungstäter denunziert worden. Mittlerweile räumt selbst die WHO ein, dass bis zu 80% der angeblichen Corona-Toten falsch gezählt wurden. Und es fliegt nach und nach auf, dass sowohl die Zahl der Intensivbetten als auch der Intensivpatienten bewusst gelogen wurde. Dasselbe gilt für die von renommierten Experten vorhergesagten schweren Nebenwirkungen der Corona-Impfungen. Für die wiederholte Behauptung, es werde keine Impfpflicht geben, auch nicht durch die Hintertür. Für die Inzidenz als geeigneter Indikator für Maßnahmen oder für das Märchen von der Vollimmunisierung durch die Impfung. In Wahrheit kommt es Land auf, Land ab seit Monaten zu teils schweren Nebenwirkungen der Impfungen, die man mit allen Mitteln zu vertuschen versucht. Die Inzidenz hat offiziell ausgedient. Beim Impfweltmeister Israel sterben derzeit 15-mal so viele Menschen an Corona wie im liberalen Schweden. Und entgegen aller Beteuerungen hat die Regierung längst ein System der Impfapartheid ausgerufen, forciert den dritten Stich und die Impfung von Kindern. All diese angeblichen Verschwörungstheorien sind längst Realität geworden. Längst ist klar, dass natürlich im Dienst der guten Sache gelogen wurde und wird, dass sich die Balken biegen. Es gab bekanntlich keinen Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Die Situation in den Spitälern wird mehr denn je verzerrt. Das heißt, es wird verschwiegen, dass ein großer Teil der Patienten doppelt geimpft ist. Und man vertuscht eisern, wie groß der Anteil der Migranten ist. Stattdessen suchen die Betreiber der globalen Corona-Agenda ihr Heil in einer immer schrilleren Impfkampagne und versuchen, den Widerstand von rund 40% der Bürger mit immer mehr Druck zu brechen. Der Till sagt ja, dass ihn dieser verzweifelte Kampf der Jünger Coronas irgendwie an die letzte Phase der DDR oder Rumäniens oder anderer auseinanderbrechender Regime erinnert. Aber das ist natürlich die Einzelmeinung eines Verschwörungstheoretikers. Ich möchte dieser Verunsicherung einmal mehr entgegenhalten. Es besteht kein Grund zur Sorge. Befolgen Sie bitte weiter die guten und aufrichtigen Ratschläge der Regierung und Ihrer Tageszeitung. Vertrauen Sie der Allianz aus aufrichtigen Ärzten und Pharmaindustrie. Lassen Sie sich bitte nicht durch die Befürchtungen und Sorgen tausender Ärzte, Virologen, Epidemiologen, Gesundheitsexperten und freidenkender Mitbürger verunsichern. Glauben Sie bitte ausschließlich ehrlichen Politikern aus dem Young Global Leaders Programm. Dann wird alles gut, gell?